Einen wunderschönen Morgen, meine Lieben. Mein Name ist hier aus dem Outdoor-Studio des Krypto-Cafés. Das Thema heute tatsächlich Token. Ne? Token, die ich jetzt in nächster Zeit kaufen werde. Warum ich diese kaufen werde und was sonst noch ansteht. Also, für den einen oder anderen, vielleicht schon mittlerweile mittendrin ja, in diesem Bärenmarkt, Bullenmarkt Umschwung. Manche sind schon lange ja, komplett aus dem Bärenmarkt raus im Bullenmarkt. Ich habe ja gesagt, ich bin sehr, sehr konservativ, deswegen ich bin ganz langsam am Drehen. Ich habe auch schon oft auf meinem Kanal gesagt, das ist für mich kein sag ich mal, V-förmiger Übergang. Ja. Gestern noch Bärenmarkt, ab heute Bullenmarkt, sondern das ist ein flüssiger Übergang. Ja. Und sehr, sehr viele Anzeichen deuten eben darauf hin, dass wir in dieser Übergangsphase sind. Ja, aus einem Bärenmarkt heraus ja ein Bullenmarkt. Erstens natürlich, wir haben diese ganzen Geschichten mit den ETF. Ja. Das ist definitiv bullish. Wir haben zweitens diese ganzen Sachen, ja, zum Beispiel die großen VCs und natürlich auch Investoren, die aus dem Kryptomarkt tatsächlich aussteigen. Ja. Wir haben zum Beispiel Sequoia, eines der größten Investoren, und auch diese ganzen Market Maker, ja, Jane Street und so, die sind alle ausgestiegen. Ja. Und das ist für mich auch ein Zeichen, wir haben den tiefsten Bärenmarkt hinter uns. Und natürlich zum Beispiel auch Anfang des Jahres, Ende letzten Jahr, die ganzen Bitcoin-Miner, die pleite gegangen sind an der Stelle. Ja. Das heißt, das ist nun mal Bärenmarkt so, ne, die unprofitablen Unternehmen oder die sich dagegen entscheiden, die werden einfach aufsteigen. Und das ist dann natürlich auch für die, die bleiben, ja, ein besserer Nährboden für den nächsten Bullenmarkt auch wieder heraus. Und wir haben jetzt mittlerweile, und das ist für mich definitiv ein Zeichen, ja, wir hatten jetzt vor 2 Monaten diese ganzen Meme-Coin gehabt, der ja, PP, wir haben Bitboy, ja, deine ganzen Ben Lawyer, wie die alle heißen, sind ja alle komplett, ja, ich habe das vorher gesagt, ja, ich habe gesagt, das wird alles crashen ohne Ende, und das ist auch so gekommen, ja. Ich meine, das ist ja kein Wunder daran, weil da ist einfach keine Substanz dahinter, das ist einfach hochspekulative Coin gewesen. Und wir haben jetzt, ja, und das ist aus meiner Sicht auch ein Anzeichen dafür, dass wir den Bärenmarkt tief hinter uns haben, nämlich diese ganzen, es ist aus meiner Sicht tatsächlich ein Zeichen der Verzweiflung der Leute, wo die sagen, okay, es ist jetzt nichts mehr da, ja, wo drin man noch überhaupt investieren könnte, ja, wo man noch Geld machen könnte, also ja, also warum nicht einfach Casino, ne? Diese ganzen Telegram-Bots und natürlich diese ganzen Hamsterrennen, ja, ich habe mir das tatsächlich heute angeguckt, diese Hamsterrennen-Dinger, ja, das Ding, das macht, ich glaube, 600 oder 700 Millionen Umsatz pro Monat, ja, einfach weil ein paar Hamsterrennen am Tag machen, worauf die Leute wetten können. Ne? Und auch auf Twitter habe ich schon gemerkt, seitdem Rollbit hochgepumpt wurde, ja, diese ganzen Gambling-Plattformen, ja, die sind ja ursprünglich tatsächlich auch als Gambling-Plattform tituliert worden. Ja, und dass sie jetzt sagen, hey, wir sind keine Gambling-Plattform, wir sind Trading-Plattform, das ist schon auch aus meiner Sicht eines der deutlichsten Anzeichen dafür, dass wir den tiefsten Punkt des Bärenmarkts hinter uns haben. Aber, und das ist es aber, ja, ich denke, viele werden jetzt viel zu früh, und das ist auch allgemein, denkt dran, ich bin kein Finanzberater, ich bin schlecht definitiv in Trading und so, deswegen mache ich auch kein Trading. Und, aber nichtsdestotrotz, denke ich, werden viele zu früh zu viel Kapital in den Markt hineinlegen, was sie bereuen werden. Denn wir werden definitiv größere Rücksetzer noch sehen. Ich gehe zwar nicht davon aus, dass wir nochmal die tiefsten Punkte auf 15.000, 16.000 bei Bitcoin und bei Ethereum unter 1.000. Die Wahrscheinlichkeit ist zwar da, aber sehr, sehr gering, aber kann man vernachlässigen. Aber nichtsdestotrotz werden wir meiner Meinung nach nicht, ja, sag ich mal, gegen Ende, ich sehe zum Beispiel auch auf größeren Kanälen mit 1 Million Anhänger, also Follower, die sagen, ja, gegen Ende des Jahres werden wir bei Bitcoin 60.000 stehen, ja, schon, und nächstes Jahr im sechsstelligen Bereich. Ja, das ist aus meiner Sicht viel, viel zu weit übertrieben. Meine Einschätzung ist tatsächlich, also denk dran, es geht nicht um den Punkt, ja, denn niemand kann den tiefsten Punkt und den höchsten Punkt erwischen. Ja. Und auch wenn wir jetzt vielleicht im Laufe des nächsten Jahres, ja, mit einer geringen Wahrscheinlichkeit den letzten All-Time-High erreichen könnten, wird es aus meiner Sicht nicht nachhaltig sein. Das heißt, wir werden vielleicht so einen Spike nach oben sehen, ja, zum Richtung 60.000, 65.000, aber wir werden schnell uns wieder zurückbewegen in Richtung des längeren Moving Average, ja, und werden dann vielleicht Ende nächsten Jahres irgendwo bei 50.000, 60.000 ja, landen, wenn wir Glück haben, ja, und diese ganzen Geschichten, Makrogeschichten hinter uns haben. So. Und jetzt kommen wir tatsächlich zu den Token, die ich ja jetzt anfangen werde mit, ja, das ist ganz wichtig aus meiner Sicht, wenn ihr anfängt, irgendwas zu kaufen, ja, oder darüber, ne, überzeugt seid, dass die gut performen werden in den nächsten Jahren. Ne, ich investiere immer in sehr, sehr langen Zeithorizont, das heißt bei Altcoins definitiv mit 2 bis 4 Jahren mindestens, das heißt bis, ne, in den Zyklus hinein, und bei größeren Coins definitiv sogar über einen Zyklus hinaus. Ja, das heißt, wenn ihr
etwas investieren und kaufen wollt, bitte selbst die Zeithorizonte festlegen. Also für mich, ja, ich werde auf die nächsten etwa, sag ich mal, 9 bis 12 Monate etwa die CA in einigen Token hineinmachen. Ne? Und das sind diese Infrastruktur-Token, die ich auch in einigen Videos zuvor, das ist diese Tierliste, die ich beschrieben habe, machen werde. Also erstens, ich werde in den nächsten Tagen noch einen zweiten Teil machen. Im ersten Teil heute werde ich die Infrastruktur-Token mit einem Zeithorizont von 9 bis 12 Monate die CA in betreiben. So. Also ich werde jetzt ein Portfolio aufbauen, den werde ich auch später auf meinem Kanal posten, der ist dann öffentlich für jeden einsehbar und da werde ich die Token monatlich oder wöchentlich DCA reinmachen und die Infrastruktur-Token, das sind für mich Polygon, den Matic-Token, Arbitrum, den ARP-Token und Optimism OP-Token. Vielleicht, wenn es rauskommt, noch, das ist aber das Maximum, dann noch den Base von Coinbase, wenn der einen eigenen Infrastruktur-Token hat. Ich gehe aber eher nicht davon aus, dass der mit einem eigenen Token kommt, weil ihr wisst ja, USA-Regulation und so weiter. Aber ZK-Sync. Ja, ZK-Sync als eines der führenden ZK-Lösungen. Ja. Ich sehe zwar Potenzial im Polygon, ja, Polygon ZK-EVM, dass er den ZK-Sync eventuell sogar überholt, aber da Polygon über diesen 2.0, ne, dieser Roadmap, ich gehe davon aus, dass der dann Polygon ZK-EVM mit in diese Polygon 2.0, diese Dachorganisation hineinfällt und somit auch keinen eigenen Token haben wird. Das heißt, da wird eher dieser Matic-Token an der Stelle, ne, der wird eingelöst 1:1 gegen den Pol-Token an der Stelle treten. Das heißt, wenn, ja, vielleicht sogar erweitert auf 4, also ZK-Sync noch dazu, wenn das dann rauskommt. Das sind die Token, die ich für den nächsten Bullenmarkt vorbereiten, die ich hier reingeben werde und mit etwas Glück, ja, werde ich da, könnte man, kann ich mir gut vorstellen, dass man da 5 bis 10x, ja, im besten Fall, denkt dran. Ich gehe nicht davon aus, dass die Chance dafür hoch ist, aber ich sage mal, ja, zumindest ist es möglich, ne, mit Infrastruktur-Token. So. Und der Grund, und jetzt fragt ihr euch, warum ich diese Token auswähle. Es gibt natürlich auch andere Token. Ja, wir haben Solana, wir haben viele Solana-Fanboys, auch größere Kanäle, die Solana-Fanboys sind. Wir haben natürlich auch sowas wie Avalanche, die sind durch den Bärenmarkt hindurch gebaut. Ja, wir haben diese ganzen Cosmos-Ökosystem, Atom, ja, sind ja dabei, nach und nach ihren Token aufzubessern. Und das sind alles Bilder, aber, und das ist alles aber, ja, das ist, dieser Dinger, die ich nehme, heißt nicht, dass andere nicht in Frage kommen, sondern das sind Dinge, wo ich mich für entschieden habe, weil ich dort die ganze Zeit unterwegs bin. Ja. Ich kenne mich mit diesen Ökosystemen gut aus, ich weiß, wenn Leute hinkommen, ja, egal ob die versiert sind oder nicht versiert sind, was die an diesen Ökosystemen mögen und nicht mögen werden. Ja. Und da wäge ich das eben ab, inwiefern ich glaube, dass wenn das, ne, der Bullmarkt ja da ist, wie viele Leute in diese Ökosysteme hineinkommen werden. In Ökosystemen, wo ich mich nicht gut auskenne, wo ich nur Oberfläche mir das angeguckt habe, ja, kann ich das nur eben anhand dessen beurteilen, was jetzt aktuell im Bärenmarkt los ist. Und da dort eben, sag ich mal, im Vergleich zu diesen Ökosystemen sehr, sehr wenig los ist, ist es eben auch für mich schwer zu beurteilen, inwiefern die gut sind für den nächsten Bullenmarkt. Und deswegen lasse ich die auch im Außen vor. Wenn ihr an der Stelle sagt, hey, na, ich bin jeden Tag auf Osmosis unterwegs, das ist das beste Produkt im Cosmos-Ökosystem und Cosmos wird im nächsten, ne, Bullenmarkt riesengroß sein und sogar Ethereum alles überholen, dann nimmt das, ja, warum nicht? Und das ist eben auch meine These an der Stelle. Also es heißt nicht, dass alle Fundamentaldaten, also anwendungsorientierte Investoren besser dastehen als alle, ne, nur hochspekulative oder einfach alle Chartanalysten. Das ist nur aus meiner Sicht eine der eher, ja, Investitionsmethoden, die Hand und Füßen hat. Ja, und weil ich weiß, was es alles ist, was es bietet und, ja, was da dran gut und schlecht. Das ist genauso wie vor 2 Jahren, als ich in Polygon reingegangen bin, ja, 2021. Ich habe gesagt, oh, das ist gutes System. Ja. Erstens super günstig und zweitens super schnell. Ja. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass hier sehr, sehr viele Leute reingehen. Und was haben wir? Wir haben im Bullenmarkt, ja, Polygon als einen der Top-Performer gehabt. Ja. Und so gehe ich eben auch mit dieser These in den nächsten Bullenmarkt hinein. Das heißt, Polygon eher vielleicht auf Platz 3, Rang 3, auf Platz 1 sehe ich eher tatsächlich an der Stelle Arbitrum. Ja. Weil Arbitrum aus meiner Sicht an der Stelle, was zumindest Einnahmen an der Stelle angeht, das heißt die Gewinngenerierung und auch diese Business-Entwicklungsmäßig, ja, noch vor Optimus. Optimus hat mehr Partnerschaften, aber, ja, was die Weiterentwicklung, also dieses Ökosystem angeht, ja, und diese Kohäsion, das heißt, wie gut alle Projekte in einem Ökosystem zusammenarbeiten, da sehe ich Optimismus loser als bei Arbitrum. Bei Arbitrum sind die Projekte näher aneinander dran. Wir haben
GMX, ja, als praktisch so ein, ja, kann man schon fast wie eine Sonne im Sonnensystem sehen. Das zieht sehr, sehr viele andere Projekte an, ja, die da dran ankoppeln. Wir haben Camelot, ja, als eine der größten DEXs, die eben, ne, außerhalb von Uniswap sehr viel Liquidität und auch sehr viele Partnerschaften hat, auch wenn ich über Camelot selten ein gutes Wort zu verlieren habe an der Stelle. Und wir haben natürlich auch diese ganzen Trading-Plattformen, ja, also Optionsschein, ja, mit Dopex und Co. Und wir haben auch zum Beispiel mittlerweile diese Gains mit diesen ganzen Equities-Trading. Ja. Und das sehe ich eben da drin, dass Arbitrum an der Stelle besser wird. Das heißt für mich am Platz 1 Arbitrum, 2, 3 OP und Matic und vielleicht kommt am Platz 4 noch CK Sync rein. Die werde ich aber trotzdem in meinem Portfolio, in diesen neuen, die ich erstellen werde, gleich aufteilen. Das heißt, die Allokation in die vier Token werden dann gleichmäßig sein. Insgesamt wird dieses spekulative Portfolio, die ich aufbauen werde, die ich auch wieder öffentlich stelle und regelmäßig darüber berichten werde, nur 10% meines gesamten Portfolios von Krypto ausmachen. Ja, deswegen, das ist nur ein zusätzliches am Rand bei. Und wenn ich davon, wie gesagt, 10x bekomme, dann ist es gut. Wenn ich 5x, ist auch genug. Nichtsdestotrotz, ne, das Haupt ist immer noch in Bitcoin Ethereum und Stablecoin. So, das war's auch schon heute für euch. Denkt dran, im Teil 2 sind dann die kleineren Token, die Projekttoken dran. Da habe ich auch einige Überraschungen für euch. Also bleibt dran. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.